Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part bei IFC24 in der Wölfe-Trainerkarriere. Weiter geht die wilde Fahrt und mit einem Sieg gegen Gladbach dann war Selbstvertrauen gewinnen vor dem wichtigen Spiel gegen Leipzig. Und ja, wir brauchen immer noch Dings. Machst du gut? Ja, Alter, du kannst auch Flügel spielen, oder? Bist ja flink unterwegs, Kollege. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja, Baku nehme ich mal runter, wie gesagt. Dafür kommt Alvarez hier noch mit. Und dann möchte ich eigentlich auch Gallardo mal mitnehmen, zumindest auf die Bank erstmal, so weil der ja auch unzufrieden ist. Ja, die sind zufrieden, Bornau ist unzufrieden, deswegen kannst du mal kurz mitkommen hier. Und ja, die beiden, die haben halt scheiße gespielt, die will ich erstmal außen vor lassen. Und ja, Wind das Seil behalt, deswegen konzentriere ich mich erstmal auf die anderen. Linné würde ich gerne mitnehmen für Canales, weil Canales ist ja, glaube ich, sehr zufrieden, deswegen müsste ja eigentlich so sein. Romo vielleicht auch noch hier mitnehmen. Statt Serie Marie, dass er auch mal ein Spiel bekommt hier. So, genau. Ja. Weil Serie Marie auch einfach den Denkzettel verpassen, weil vorher die Arena zu verlassen, das geht halt gar nicht. Auch wenn er halt nicht mehr mitspielen wird, weil er raus ist, aber trotzdem. So Mannschaft supporten. Wie Cristiano Ronaldo einfach. So. Der hat ja auch, wo bei Portugal nicht mehr mitspielen konnte, hat er trotzdem an der Seitenlinie angefeuert und so. Also sowas möchte ich von meiner Mannschaft sehen und nicht so eine Scheiße. Ach ja, was ich vergessen hatte, war hier bei den Teamzentrale reingehen. Ah gut, dann machen wir das gemeinsam eben kurz. Ja, wird ja eh nicht so lange dauern. So, du bist zufrieden. Aber wobei, Früchte würde ich auch gerne in Aktion sehen, aber es könnte halt auch ein Fehler sein. Vor allem gegen RB. Also, ja. Wobei, vielleicht soll ich einfach Startelf gegen RB spielen lassen, aber naja. Es wäre halt auch nicht so wichtig, dass wir da punkten eigentlich, weil ja, machen das schon ganz gut. So, du kriegst einen neuen Ver. Ach so, ja, der typische FIFA-Bug. Ja, du wechselst sowieso, also das interessiert mich ein Scheiß eigentlich. Du kannst weg. Ich tue ich auch mal hier. Wie viel bist du eigentlich wert, Baku? Ja, aber dafür einen gleichwertigen Ersatz bekommen ist halt auch so eine Sache. Ein Jahr nur? 2 Monate, ja gut, dann muss ich verlängern. Weil nicht, dass er ablösefrei geht. Das wäre Worst-Case-Szenario. Dann doch lieber so 50 Millionen oder so. Vielleicht durch eine Freigabe so mal reinbauen. Wichtig, ja, ist in Ordnung. Das war eigentlich auch größtenteils Stamm am Spielen, aber auch nur weil gezwungenermaßen. So. Freigabe so mal vorschlagen, ich kann ich bei dir raus. Ne? 52,4, ja, easy. Machen wir. Finde ich gut. Wenn das jemand bezahlt, ich mache einen Freudensprung. Direkt durch die Decke am Jumpen in meinem Zimmer. So, Baku. Sehr gut. Bleibst du hier. Alvarez. Kein neuen Vertrag. Der kein. Neuen Vertrag. Serie Marie, das ist wichtig. Dass ich mit ihm einen neuen Vertrag verhandle. So. Ja. Realistischer Transfers, wie angesprochen, gerne in die Kommentare schreiben, weil ich habe selber davon keine Ahnung. Deswegen habe ich hab einfach gemacht, wie ich es immer mache. Und ich kann nicht versprechen, dass immer der Fall sein wird. Aber gerne einfach, also Vorschläge hätte ich halt an sich nichts gegen, auch die zu nutzen. Deswegen gerne einfach rein. Und dann schauen wir mal, was passiert, was machbar ist und was halt auch weiterhilft. Ne? Könnt ihr euch ja schon mal Gedanken zu machen. Für die nächste Saison, wo wir wahrscheinlich 70 bis 100 Millionen haben werden als Budget, was halt. Am besten wäre Außenverteidiger auf rechts, der halt realistisch ist, der bald auch ins Budget passt, der aber auch weiterhilft. Also in etwa so von der Gesamtcheck her so ein Riddle Baku, ne? Aber halt ein besserer Baku, also einer, der wirklich brauchbar ist, sagen wir es mal so, wie es ist. Der ist auf der Transferliste, sehr gut, dann passt das. So, du willst einen neuen Vertrag, Wimmer und wer will noch hier einen? Will noch irgendwer einen neuen Vertrag? Meiner, stimmt. Meiner und Wimmer, okay. Könnt ihr haben. Ist vollkommen in Ordnung. Ja. Ja, Wimmer gefällt mir auch größtenteils sehr gut auf dem Flügel, genauso wie Czerny. Also die beiden da. Gefällt mir. So ein Jahr, machen wir zwei draus. Wenn ich will fast hier halten eigentlich. Auch dass wir welche haben, die wirklich von Anfang an dabei sind, also Wimmer und Czerny. Hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet die beiden sind, aber bei Wimmer schon eher, aber bei Czerny so hätte ich gar nicht gedacht. Nee, Junge, will ich nicht. Deswegen machen wir einfach hier 60k und dann hat sich das. So. Sehr gut. Ja. Du bist mir auch ans Herz gewachsen. Ah, den kann man eigentlich auch direkt zurückholen, eigentlich. Den Beine geht ins. Aktuell läuft es ja auch. Und dass wir auch vielleicht mehr Optionen haben und so.
Pečinovic, den hätte ich fast in der VS Queen Sprint Tour, glaube ich, geholt. Also die wird auch bald kommen. Die erste Sprint Tour, glaube ich, mit VS Queen aus England, aus der vierten englischen Liga. Und aber ich habe mir da Budget gegeben, weil das ist in den englischen Ligen ja schon krass genug und deswegen, ne? Sporadisch, sehr gut, das will er sogar. Also ich bin einfach ein Teamplayer. Ich bin zwar auch ein Ego, aber auch ein Teamplayer. So. Das sieht man daran einfach. Da ich sage, als Spielertrainer, ich könnte mir voll die geile Rolle geben. Nö, ich will nur sporadisch sein. Ich weiß, es hat nichts damit zu tun, aber trotzdem. So. Wollte ich einfach erwähnen. So. Passt ja auch. So. Und mal gucken, wie hoch ich den auch bekomme, weil das ist ein Experiment, genauso wie Rafa Guerrero ein Experiment war. Weil ich halt auch, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Realismus hier in Fußball in echt, ich kenne mich nicht aus. Transfermarkt.de und so. Ich habe keinen Plan, deswegen gerne in die Kommentare, helft mir da weiter. Und am besten halt, wie gesagt, Rechtsverteidiger, der halt ins Budget passt, der halt auch realistisch ist, das wäre halt die passende Lösung, der halt aber auch weiterhilft, ne? Und ja, das nehme ich einfach mal an, ist mir egal. So. Ist mir bei ihm einfach eigentlich inzwischen egal, Hauptsache weg. Kann sich hier durchsetzen. Kannst du ja auch, also können wir ja auch. Kannst du und ich. Sind wir dann schon fast durch? Nee. Okay, gegen Bochum spielen wir. Thiago Silva hat die optimale Fitness erreicht. Nice. Bitte ausgeglichener Plan, okay. Also soll ich wieder auf ausgeglichen ändern? Okay, dann mache ich das mal. Ja, aber ich denke, das sollte auch kein Problem sein, weil wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Pause aufgrund des Pokals, das ja leider vorbei ist, die Reise. Aber hey, wir müssen uns nicht schämen für nichts oder auch nicht selber irgendwie Vorwürfe machen oder so ein Scheiß, weil wir haben gut gespielt. Wir wären fast ins Finale eingezogen und das gegen Bayern. So mit der Mannschaft hier. Also klar, das ist aktuell nicht unsere Top-Elf, die spielt, aber ja, mit der Mannschaft, die wir haben, also das ist schon krass gewesen. Und ich glaube, du bist unzufriedener, deswegen darfst du hier rein. Sieht man ja auch. Und naja, so. Dann denke ich, wird das unsere Elf sein. Swanberg, ja, weiß ich nicht, ob er oder Kalmar. Wobei Kalmar, ja, gefällt mir nicht so wie Swanberg, deswegen Swanberg eher mit hier. Und ja, ich denke, so kann man eigentlich fast schon spielen, ne? Vielleicht den aus statt Simakan hier mitnehmen. Und vielleicht dann auch mal Thiago Silva mitnehmen. Ja, wobei, nee, ich gehe eher auf die jungen Leute und Silva hat mir halt nicht so gefallen. Aber andererseits will ich auch, dass sie zufrieden sind, die Leute hier. Deswegen, ja, nehmen wir mal mit. So. Nehmen wir mal mit, nehmen wir mal mit. So. Und gehen rein. Gegen die Dosen. Ich hoffe, das läuft gut gegen sie. Wie gesagt, sie können gerne Meister werden, aber wenn wir gegen die Punkte mitnehmen können, das wäre geil. So, weil die werden ja auch Meister. Also ich habe, wie gesagt, kein Problem mit ihnen. Ich weiß, es gibt viele Probleme, aber mir sind sie egal. Sage ich, wie es ist. Kein Fan, kein Hater. Mir sind sie egal. Schlager. Xaver Schlager, der war mal bei uns. In FIFA 22. Das weiß ich. Also ich kenne halt die mich in echt nicht aus, aber in FIFA 22 kann ich mich aus. Ja, mal gucken, wie es läuft. Gegen die Bullen. In der Red Bull Arena hier. Schauen wir mal. Da kommen sie. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Die roten Bullen, ja. Ja. Schauen wir mal, wie hier. Ihr seid ja sowas von safe durch euch. Einzigen, die noch, ja, vielleicht Probleme machen können, wäre Dortmund, wenn wir hier gewinnen. Und Leipzig reinschaue, scheiße, in den letzten Partien vielleicht, aber sehr unwahrscheinlich und ist ja auch in Ordnung. Server Schlager. Mann, den habe ich gefühlt in FIFA 22. So. Ja, egal. Aber vielleicht auch so eine Rückholaktion mit Server Schlager. Vielleicht wäre es Idee, wäre zwar nicht unbedingt hilfreich, aber vielleicht doch so, ja doch, eigentlich für Bank oder Reserve so wäre das eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Oder auch ab und zu halt in der Startelf. Weil ich rotiere ja auch viel, weil ist ja Privatkarriere, da ist ja keine Sprint to Glory, da kann ich ja spielen, wie ich will. Und ja, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Highlights zocken, aber ich will gegen die Dosen, hier wollte ich ja mal festzocken, genau. Sehr gut. Genau. Außerdem nach dem Spiel die gerne alle verprügeln, außer die Frau, viele Frau, so, die muss man nicht unbedingt verprügeln. So. Aber den Rest gerne weghauen, gerne wegtreten. Wenn sie halt, wenn sie es verdient haben. Xavi Simmons? Das Top-Talent von Dings da? Von PSG? Spielt bei Leipzig? Und Olmo, mein heiß gefeierter Olmo. Sitzt nur auf der Bank und Hakimi? Okay, was denn bei denen am Laufen hier? Hier sehen wir unsere Elf. Mal ein paar Leute, die anders dabei sind hier, aber ja.
So muss das also auch sein, ne? Bisschen immer rotieren, bisschen immer durchwechseln und so, bisschen anderen die Spielzeit geben. Ja. So kennt man mich halt, ne? Jeder kriegt eine Chance. Auch wenn ich natürlich ein paar Favorites habe und so, aber das ist normal, denke ich, ne? Bei jedem Trainer so. Weil ein paar Leute weißt du halt, ah, okay, die helfen mir mal erstens weiter, die helfen mir nicht so sehr weiter. Nice. Ah, scheiße, da wird er doch noch hier bedrängt. Aber deswegen sind die auch Tabellenführer, ne? Also, die sind nicht ohne Grund so krass unterwegs und haben so einen krassen Vorsprung. Aber wenn wir hier Punkte holen, dann ist das auch ein Zeichen an die Liga. Wir haben das Top-Team der Liga geschlagen. Und wir haben ja auch gegen Bayern gezeigt, dass wir uns nicht verstecken müssen. Haben da eine Führung erarbeitet im Pokal-Halbfinale. Und hier würde ich gerne auch eine Führung haben und dann mal schauen, ob wir vielleicht ein besseres Ende hier erwischen. Aber die legen schon krass los hier. Die legen schon mega krass los hier. Und ich will ungerne Punkte hergeben hier. Wie gesagt, kein Hass gegen sie, aber es das heißt nicht, dass sie hier irgendwas geschenkt kriegen. So. Das können sie vergessen. Niemand kriegt hier irgendwas geschenkt, ob feiern oder nicht feiern. Ob leiden können oder nicht leiden, ob neutral oder nicht neutral, ob Hass oder nicht Hass. Niemand kriegt hier was geschenkt. Sehr gut, na was? Also von uns kriegt niemand was ge. Warum gibt's einen Freistoß, hä? Was denn? Hier war kein Foul und nichts. Also der Ref, wenn der nicht parteiisch ist, dann weiß ich auch nicht. Vor allem warum? Die sind so gut wie Meister. Warum muss man da parteiisch sein gegen uns? Verstehe ich nicht ganz. So. Also das brauchen die echt nicht. So. Weil die sind ja eh schon so gut wie durch mit der Liga. Also, dass da dann noch für sie gepfiffen muss, das muss in meinen Augen echt nicht sein. Weil sind ja durch so. Was wird da noch für die gepfiffen? So verstehe ich nicht ganz. Das dürfte kein Abseits sein, aber wer weiß bei dem parteiischen Sack, aber ist egal, weil wenn nicht, ist das unsere Führung und es ist unsere Führung durch Mokoko. Let's go, Junge. Läuft endlich mal. Läuft endlich, läuft endlich. Das gegen die Dosen, ey. Let's go. 15 Tore aus 23 Partien. Deswegen feiere ich diese Mokoko, Mann. In jeder Karriere, die ich den geholt habe, feiere ich ihn. Und das seit FIFA 22 Zeit. Ja gut, für euch wird es nicht so viel sagen, weil ich halt FIFA 22 leider nicht aufgenommen habe, aber darum ging es mir nie. Und ja, wir kriegen Rückstand, den ich vielleicht hätte besser verhalten können, aber wie gesagt, Defensive liegt mir nicht, Offensive schon und naja, das sieht man ja auch. Aber Timo Werner, den konnte ich eigentlich schon zu Stuttgart-Zeiten, fand ich, der ist ein krasses Talent und so. Da fand ich ihn schon cool, so damals zu Stuttgart-Zeiten. Also ich habe halt nicht viel von ihm gesehen, aber was ich gesehen habe, das war schon cool gewesen. So. Also da hat er schon gezeigt, was für ein Goalgetter er war, aber dann irgendwie, naja, jetzt ist es so, wie es ist, ne? Ja. Oh shit, Alter, über außen da laufen sie und. Das war eine Schwalbe, du parteiischer Haufen Müll! Der ist noch über meine Grätsche rübergesprungen, du Drecksack, ganz ehrlich, ey. Also der gehört verkloppt nach dem Spiel, aber so richtig mit Schlagstöckern und Baseballschlägern. Also den hau ich weg. Wenn ich den sehe nachher auf dem Parkplatz, der wird zusammengedrescht. Weil das geht so nicht. Vor allem brauchen die auch das nicht. RB ist so gut wie Meister. Wofür brauchen die dann so einen parteiischen Hurensohn? Brauchen sie nicht so einen parteiischen HS, ey. Aber naja, so ist es halt mit EA, ne? Und deswegen hatte ich das auch ausgestellt, ne? Weil, ja, da sieht man es halt, ne? Warum das so ist. Und da hätte ich flanken sollen wahrscheinlich, aber ich dachte, Mokoko macht den vielleicht, ne? Naja, egal, wir sind noch nicht geschlagen, auch wenn der Ref ein parteiischer HS ist. Also der gehört echt verprügelt und, also der gehört echt ins Krankenhaus geschickt von uns. Ganz ehrlich. Von unseren Fans am besten einfach jeder den weg, wer den wegtritt, wer den ins Krankenhaus befördert, der kriegt eine Dauerkarte von mir persönlich geschenkt. Einfach for free. Und super Ausgleich hier auch durch. Ich weiß nicht, wer das war, was Borno? Ja, scheint Borno gewesen zu sein. Sehr gut. Das war genauso, wie ich es geplant hatte. Und ich war noch am Reden gewesen. Also wie gesagt, wer den ins Krankenhaus befördert, den Ref oder seinen Assistenten, der kriegt eine Dauerkarte von mir höchstpersönlich geschenkt. Ist mir auch egal, was der Verband und so dazu sagt. Ist mir sowas von scheißegal. Der kriegt die geschenkt. Weil das ist gerechtfertigt, dass der im Krankenhaus liegt. Für seine parteiische Scheiße, die er hier veranstaltet. Aber gut. Deswegen habe ich das halt auch ausgestellt gehabt mit den Karten und Abseits. Man sieht es halt einfach, ne? Muss ich eigentlich nicht mehr dazu sagen, aber ich freue mich einfach auch über den verdienten Ausgleich, allein schon, weil der Ref so ein parteiischer Hurensohn ist. Weil parteiischer HS ist. Das darf man ja auch nicht mehr sagen, so. Sonst heulen Leute rum und so. Sehr gut, na was. Aber gut, es gibt halt auch viel zu viel Rumgeheule heutzutage, so. Ja. Darfst bald gar nichts mehr sagen, sonst kommt die Regierung und wascht dir dann so noch während der Aufnahme oder auch während du noch was sagst, so egal ob im privaten Raum oder unterwegs, da kommt die Regierung und wischt dir mit so einem Putzlappen übers Gesicht und so. Ja, das wird es bald kommen, weil es einfach viel zu weichgespülte Gesellschaft leider ist und das ist halt leider so.
Ja, Redefreiheit gab es nie, wird es nie geben. Und das ist halt einfach schade. So, dass halt viel zu weich ist alles und so. Bin ich kein Fan von. Sag ich, wie es ist. So, weil, ja, viel zu viel, wo sich beschwert wird und rumgeheult wird, ganz ehrlich, dann lebt einfach nicht. Weil es ist nun mal eine harte Welt hier draußen. Es ist eine krasse Welt, es ist eine harte Welt. Und ja. Wenn die wüssten, was so noch so in der Welt abgeht, so, dann würden sie ja gar nicht mehr aufhören mit dem Rumholen und so. Und das, naja, kein Fan davon, absolut kein Fan davon, aber egal. Darum geht's hier nicht. Es geht hier um das Fußballspiel zwischen RB und Wolfsburg mit einem parteiischen Ref. Ah, schade, fast die Führung hier. Schade. Da weiß ich, das war schade, das war gute Situation, gute Gelegenheit hier reinflanken. Ah, leider nicht, leider abgefangen. Na, shit, das war nichts. Gut, dass die Grätsche nicht getroffen hat, weil eigentlich wollte ich den Ball gewinnen und nicht faulen. So, auch wenn der, vor allem bei so einem Ref, da will ich halt, ja, eigentlich sowas auch nicht machen. Oh shit, das war zu spät gesehen, aber es geht noch durch Lenay! Lenay! Ah, schade, Lenay. Aber deswegen lasse ich ihn auch nicht öfter spielen. Da sieht man's. Oh, meiner versucht da noch Anweisungen mitzugeben, aber vielleicht klappt das. Vielleicht klappt hier noch irgendwas gegen die Bullen. Aber ein Punkt, ich habe kein Problem mit dem Punkt gegen die. Weil die sind Tabellenführer, die sind krass unterwegs und wir haben auch den Nachteil durch den Ref, also ja, man muss sich nicht zu sagen, oder? Das sieht man ja. Schwarz auf weiß hat man das hier mit der Korruption hier. Aber gut, so ist es halt. Also, das ist realistisch so. Da kann man nichts zu sagen. So, es ist realistisch. Gibt's ja auch in echt oft. Und der gibt den Freistoß. Also das überrascht mich echt, weil so ein parteiischer kleiner, ihr wisst schon, ist, aber das überrascht mich. Aber wenn ich seine Mutter dann nicht mit reinziehen wollte, auch. Aber seiner Mutter kann man vorwerfen, dass sie ihn in die Welt gesetzt hat. Auch es gibt sogar eine Karte für Hakimi, also das war korrekt. Das muss man nun mal anerkennen. Und bitte hier neue Leute, weil ich werde den nicht direkt ausfinden. Ich kann keine Freistöße. Genauso wie defensiv. So, ich kann es halt einfach nicht. Konnte ich noch nie, werde ich nie können. Wobei ich halt in FIFA-Weltmeisterschaft mit irgend so einer richtig schlechten Mannschaft gegen meinen Bruder sogar ein Freistoß-Tor gemacht hat und mein Bruder, der ist schon krass unterwegs, also der spielt halt auch regelmäßig Ultimate Team und so eine Scheiße und das hat mich halt überrascht, weil ich Freistoß absolut nicht kann und dann mit so einer amerikanischen Samoa oder wie der Scheiß da heißt oder ah ne, Cookinseln, dieses Cookinseln niederländisch Dingsbums Cookinseln oder wie auch immer die heißen da, keine Ahnung gerade, wie das heißt, das Land, die Fußball, kleine Fußball-Außenseiter-Nation da, die dabei war, also eins der kleinsten Länder, der schlechtesten Länder und mit denen habe ich einen Freistoß vorgeschossen, was ich nicht mal mit den Top-Teams schaffe und das hat mich halt echt überrascht, vor allem gegen meinen Bruder, also das war krasse Scheiße gewesen, aber einmal und nie wieder, das war das letzte Freistoßtor wahrscheinlich, weil ich geschossen habe und das schon, ja wann war Weltmeisterschaft, Spiel aktuell, vielleicht 2014 oder so, aber ist egal, wir haben die Führung und nur darum geht's, scheiß auf die Freistöße, Czerny macht vor der Halbzeitpause, machen wir noch die Führung und das ist auch verdient, finde ich. So, vor allem bei so einem parteiischen Ref, so, da haben wir uns das erst recht verdient. Auch wenn das korrekt war, der Freistoß und die gelbe Karte für Hakimi, das war schon in Ordnung, aber was er gegen uns gepfiffen hat, so, ja. Aber vielleicht ist er einfach nicht unbedingt parteiisch, sondern einfach ein HS, einfach so. Kann ja auch sein, ne? Bochum führt gegen Heidenheim, schade. Aber Hauptsache Punkt gegen Bayern holen und dann gegen Bochum zurückliegen. Man kennt's, ne? So, wen lassen wir spielen hier? Swanberg für Linné. Dann Rafa für Romo. Dann hier Chikorita darf mal raus. Gallardo will ich auch ungern, dass er den Verein verlässt. Deswegen hole ich ihn rein. Und dann hier einer von den beiden noch. Wobei am ehesten einfach Rodrigo einwechseln für Moukoko. Wobei, nee, machen wir anders. Meiner kommt rein für Moukoko. So. Wobei Dings unzufrieden ist, aber ist mir egal. Ich will lieber mit meinem spielen. Ich will ihn ja auch pushen und das ist ja auch das Experiment und so und deswegen, ja. Schauen wir mal, wie das hier so abläuft. Weil wir haben eine Führung aktuell gegen den Tabellenführer, der so krass unterwegs ist. Wir haben es ja gesehen mit den Punkten, ne? Muss ich ja, glaube ich, auch nicht mehr oft was zu sagen. Also, das überrascht mich halt positiv. Also, was heißt überrascht, aber ist schon für einige von euch wahrscheinlich überraschend, wenn man den gesamten Karriereverlauf bis hierhin und auf dem Schirm hat. Ah, schade, dass da abgeblockt worden ist. Das hätte was Geiles werden können. Aber naja, jetzt sind die Bullen am Zug hier. Und wie gesagt, ich gönne ihnen, also ich gebe ihnen hier nichts geschenkt. So, das müssen sie sich verdienen, wie jeder andere halt auch. Und ja. Auch wenn es halt Vereine gibt, denen ich es halt gönne, eher mehr und eher weniger. Leipzig, das ist halt wie gesagt neutral. So. Aber sie müssen sich halt erarbeiten, wenn sie hier was holen wollen. Wie jeder andere halt auch, ne? Und
Niemand kriegt hier was geschenkt, warum auch? Und ah, das war eine scheiß Flanke. Das hätte vielleicht besser werden können, aber naja. So hat Gulaschi, ne? Glaube ich, wird das ausgesprochen. Den Ball der ungarische Nationaltorhüter, oder falls er das noch ist, könnte ich mir gut vorstellen. Ah, Foul entschieden. Ah, das war auf jeden Fall ein Foul, das zweite. Ich weiß auch nicht, wer da die gelbe sieht, also. Ah, shit, hätte ich nochmal laufen lassen können. Forsberg geht runter, das ist gut. Vielleicht. Keine Ahnung, aber Rafa leider mit Gelb war das nicht so toll. Auch wenn es vielleicht gerechtfertigt wäre. Also wenn er der Zweite war, wenn er der Erste war, keine Ahnung gerade. Beim Zweiten auf jeden Fall. So, weil beim Zweiten da war es schon faul. So, das war halt nur gegen den Spieler und nicht gegen den Ball, aber beim Ersten, keine Ahnung so. Ich weiß auch nicht, wer gerade war, ob das der Hintere war, der Vordere, keine Ahnung gerade. Ja, weil ich bin mich viel zu sehr am Fokussieren, dass ich nicht alles immer mitbekomme hier. Oh shit, warum ist die Mitte frei, Leute? Innenverteidigung, Junge. Junge, was drehst du dich auch weg, Junge? Also Bornau, wenn du weiter so eine Scheiße baust hinten, da muss ich mal gucken, ob ich die nochmal einsetze, weil ist ja schön und gut, dass er getroffen hat, aber eigentlich ist er für die Defensive zuständig. Da soll er sich drauf konzentrieren eigentlich, aber egal. Vielleicht auch ein bisschen zu hart zu ihm und zu den anderen, weil, ja, wir führen aktuell, also das darf man ja nicht vergessen, ne? Aber Silva, eigentlich sollst du auf den einen Boy da passen. Und nicht ins Aus. Aber ist egal, ist egal. Solange wir hier die 3 Punkte mitnehmen, bin ich sehr zufrieden. Also, die wir uns auch in meinen Augen verdient haben. Auch wenn sie jetzt mehr kommen wieder. Die wissen, was auf dem Spiel steht, ne? Aber gut, für sie so. Sie sind eh fast durch mit der Meisterschaft und so, ne? Eigentlich habe ich gesagt, spiel auf den einen da, der in der Mitte frei war. Aber, naja. Auf Swanberg, ne? Genau. Genau. Ah, schade. Und jetzt der Ball auf Czerny leider nicht am Ankommen. Ah, gut. Ja, vielleicht zu viel selber. Nee. Ah. Nice, kommt noch an. Danke, Gegenspieler. Auf Czerny aber leider. Hier. Ah, komm, mach. Wir mach das Ding. Ah, scheiße. Zu spät, leider. Leider zu viel Zeit gedauert, aber gut. War auch schwer anzunehmen, denke ich. Ey, das war nichts, Alter. Ey, wer das gibt eine Karte, Kollege? Ich mach dich kalt. Ich schwör's dir, Mann. Ich mach das dir zu Hitman und du bist dran. Na, geht noch. Thiago Silva, du kannst ihm gerne eine pa Faust verpassen. Mir egal, ob du vom Verband gesperrt wirst. Von mir kriegst du da auf jeden Fall eine Gehaltserhöhung. Hauptsache er spielt scheiße, aber kriegt dafür eine Gehaltserhöhung. Nice. Navas hat den Ball, also der muss auch mal eine Gehaltserhöhung hier bekommen. Ja, sollte ich auch mal machen. So Leute, die gut spielen, einfach so wie Neuer und Navas einfach Gehaltserhöhung geben. So. Ja, mache ich viel zu selten. Und was ist das jetzt? Was war das für eine Scheiße? So habe ich das nicht gesagt, Spiel. Aber ist halt wie es ist so. Habe ich nicht so gesagt, aber ja. EA und ihre Faxen, ne? Weil das habe ich echt nicht so gesagt gehabt. Wenn ich so sage, okay, meine Schuld, mein schlechtes Defensivverhalten. Aber das habe ich so nicht gesteuert gehabt. Das habe ich legit nicht so gesteuert, aber naja, ist halt so. Ist halt so, muss man mit leben, wenn man dieses Spiel spielt und naja. Ich bin halt schon froh, dass es besser worden ist mit den Befehlen, die man gibt und wie man steuert. Also das ist schon besser als wie zu 22 Zeiten, aber noch lange nicht perfekt, deswegen, ja. Vielleicht arbeiten sie aber noch dran. Kommen ja bestimmt noch einige Updates auf uns zu. Und ja, ist vielleicht noch nicht aller Tage Abend. Sascha, lauf doch mit, Junge, du blöder Penner. Ah, schieß. Oh Mann. Wir haben hier einen Sieg verdient, Mann. Es wäre so ärgerlich, wenn es hier Punkte liegen gelassen werden wegen Scheiße hier. Ah, scheiße. Da läuft dann natürlich den Gegenspieler in den Arm, Junge. Der Platz rechts war frei. Aber er läuft natürlich links zum Gegenspieler lang. Du bist ein dummer Char, du bist ein dummer HS, Mann. Ganz ehrlich, und das sage ich über meinen Char, also das sagt schon viel aus hier, aber gut, ist wie es ist. Warnberg, Junge, das ist deiner, mach den. Junge, mach den doch, Mann. Erlöse uns, Mann. Erlöse uns von der Ungerechtigkeit. Bei meinen Augen, der Sieg hier ist mehr als verdient. Vor allem bei dem Ref auch noch, ey. Der vielleicht wirklich einfach nur ein HS ist und kein parteiischer HS. Ah, schade. Schade, schade. Vielleicht eher auf Bornau einfach flanken sollen. Weil der hat ja schon getroffen hier. Ja? Das als IV, also, das finde ich sehr gut. Czerny, du bist jetzt Verteidiger geworden, mach mal was hier. Nimm den Ball. Ah, scheiße. Scheiße, 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 das war schlecht von mir, aber Navas rettet mich. In der ersten Situation und dann. Das ist unglücklich und das ist halt scheiße. Und natürlich nutzen die Wichser das aus. Werner. Ich konnte dich mal leiden, Kollege. Dann hat das Spiel angefangen und dann nicht mehr. Ich konnte ihn mal leiden und das ist vorbei. Und jetzt sieht man auch wieso. Ah, weh, das gibt Gelb-Rot für den Scheiß. Das war ein normaler Ballgewinn. Junge, lauf! Lauf, lauf, lauf! Swanberg! Ja, natürlich, ne?
Natürlich Ipenas und dann hätte ich flanken sollen. Aber habe ich nicht. Ja, das ist unlucky und das ist halt einfach ungerecht. Aber so ist es halt. Nicht immer siegt die Gerechtigkeit, sondern ja, so ist das wahre Leben halt auch. Oft gesiegt die Ungerechtigkeit und so ist es halt hier auch. Weil der Sieg, den hätten wir verdient gehabt in meinen Augen. Aber naja, ist ja auch egal. Weil was du verdienst und was du bekommst, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber jetzt vielleicht. Real, real, real! Ach, Junge. Ey, den soll ich weniger mitnehmen, ey. Das geht ja gar nicht, ey. Was soll denn das in letzter Zeit, Mann? Bin ich gar nicht mehr zufrieden mit sowas. Das finde ich gar nicht lustig. Ja, ich will aber auch keine gelbe-rote da sehen, aber vielleicht hätte ich das machen sollen. Hier, lauf mit. Ah, Mann! Natürlich ist da wer, ey. Bei denen ist immer irgendwer, auf den sie sich verlassen können. Ja, halt die Fresse, Wolf, ganz ehrlich, Junge. Ja, steck sie dir dein hässliches Arschloch rein. Ganz ehrlich, du blöder Penner. Nach dem Spiel, Junge, du wirst sehen. Du wirst sehen, was ich mit dir anstelle, Junge. Wird deine Familie dich nicht wiedererkennen. So zugerichtet bist du. Du kleiner, dreckiger Bastard, ey. Komm her, Wolf, Junge. Komm her, ich mach dich kalt, Junge. Kleiner Wichser, ey. So ein dreckiger Hurensohn. Darf ich das bitte auf der Pressekonferenz sagen, was der Wolf für ein blöder HS ist, bitte? Mann, das war unglücklich. Danke, Das dass Sie war direkt nach dem unglücklich. Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Ja. War nur eine Frage der Zeit. Und zwar unglücklich einfach. Ich werde dann meine Leute nicht kritisieren. Das war Pech. Das war einfach Pech. Wir waren besser, aber Ref haut rein, Pech haut rein, meine Leistung haut rein. War ein tolles Spiel trotzdem. Vielen Dank. Gerne, gerne. Ja, war trotzdem tolle Leistung, aber ja. Unlucky einfach, aber egal. Gegen Bochum werde ich dann ein bisschen umbauen, weil ich habe gesehen, ich kann mir das erlauben. Ich habe ja gut gespielt, auch mit den Leuten hier. Und das gegen Leipzig einfach. Gegen den souveränen Tabellenführer, also da kann man ruhig ein bisschen umstellen und so. Auch mal Gallardo spielen lassen mit Alvarez zusammen. Genauso wie halt ihr auch. Ja, Chikorita würde ich auch gerne spielen lassen. Den lasse ich, glaube ich, drinne. Simakan raus. Dafür würde ich gerne Bornau spielen lassen. Und dann nehme ich mit hier einen Silva einfach. Serie Marie kann auch mal wieder mit. Theoretisch halt. Auf die Bank. Linné, Swanberg, die haben mir beide gut gefallen eigentlich. War nicht verkehrt, deswegen so machen wir das. Wen kann man noch hier mitnehmen? Kaimar, Gerhard auch. Ja, vielleicht doch eher Saire Marie noch ein Spiel rauslassen. Rodrigo. Ja, meinen will ich eigentlich wegmachen hier. Weil, ja, die Schüsse, die sind nichts in letzter Zeit. Deswegen nehme ich hier dann wahrscheinlich noch Dings mit. Niemi mal mitnehmen. Oder Wind einfach mal mitnehmen. Vielleicht klappt das ja jetzt auch mit ihm und mir, wer weiß. Ja, so werde ich spielen, glaube ich. Genau. Wobei Mokoko kann man noch rausnehmen, nicht, dass er sich verletzt und so. So, zumindest so. Und dann nehme ich hier Niemi noch mit, teste den mal, wie der so ist. Und genau, Swanberg. Genau, vielleicht kann alles auch mal rauslassen, weil, ja, gegen Bochum so. Wir haben krass gespielt gegen den Tabellenführer, also mache ich mir keine Sorgen gegen Bochum. Also das meine ich halt nicht, dass ich die unterschätze oder so, sondern einfach, ja, wir haben gut gespielt gegen Leipzig, also da kann ich mir nicht vorstellen, dass das halt gegen Bochum ähnlich laufen wird. Ja, den hier mal mitnehmen, noch für die Bank zumindest. Weil vielleicht wird das ja noch was mit Baku mehr. Wir werden sehen. Tschüss und bis zum nächsten Part.